Heute ist Dienstag, der 2.11.2022. Und für uns hat gestern der Nonut November gestartet. Aber nicht der reguläre Nonut November. Ganz passend auf mich persönlich abgestimmt haben. Keine Pornografie, kein Instagram, in der dann diese Teilpornografie. Da gibt es nämlich aktuell einen Algorithmus. Dazu kommt dann aber noch ein Video in der Zukunft auf diesem Channel. Gerne abonnieren und Like da lassen, falls ihr dann informiert sein wollt. Und damit haben wir die Habit kreiert. Die zwei Plattformen werden auf jeden Fall diesen gesamten Monat boykottiert. Am besten, ich sage nicht einfach nur Nonut November, sondern ich ziehe das einfach bis Dezember durch. Bis Dezember, Ende des Jahres, boom. Zusätzlich habe ich mir auch mal gedacht, dass hier der gesamte Bart auch mal so mal ab sollte. Rasur vornehmen, kompletten Bart einfach abrasieren und dann mal gucken, wie lange es braucht, dass mein Bart zurückwächst, was für Produkte man dafür auch verwenden kann. Ist dann halt weg. Seit der Seven vs. Wild Bewerbung haben wir tatsächlich durchgezogen, immer morgens kalt zu duschen. Ja, wir haben es geschafft, immer kalt duschen zu gehen. Das heißt nicht, dass ich nicht warm dusche, also versteht mich nicht falsch. Ab und zu muss man sich auch mal eine warme Dusche gönnen. Schön für Genuss, oh, Wellness pur, richtig geil. Aber kalte Dusche morgens mit Energie und richtig Schuss, boah. Ich kann eine kalte Dusche mir schon fast gar nicht mehr wegdenken. Haben wir da eine Routine drin, aber, und das ist eine, da dran baue ich schon richtig lange. Wir müssen einfach anfangen, wieder Sport zu machen. Bei Sport und bei mir ist das so ein Problemkind. Damals American Football gespielt. Ich weiß ganz genau, wie man Sport machen muss, dass man auch, dass es anstrengend ist, auch weh tut. Aber ich mache eigentlich gerne Sport für den Spielspaß und nicht einfach nur den Sport, um den Sport zu machen für Fitness. Nichtsdestotrotz habe ich mir vorgenommen, jetzt in der Nonut November Challenge, also bis Ende Dezember, durchzuziehen und Sport zu machen und damit einhergehend auf die Ernährung zu achten, denn wir haben es endlich geschafft, zwar auf 72 Kilogramm zu kommen. Also das ist etwas, was ich schon lange, lange haben wollte. Ich war immer auf 68, 69 Kilo, habe es auf 72 Kilo geschafft. Und jetzt habe ich mir gesagt, so hoch auf 76 Kilogramm und dabei Training rein. Ja, ich will anfangen, gerade zu sitzen, aktiv gerade zu sitzen. Ich will anfangen, den Sport morgens reinzuhauen, mindestens 15 Minuten. Der Fitness ist da. Abonniert auf jeden Fall den Kanal und dann werdet ihr es herausfinden, welcher Form ich diesen Progress dann demonstriere. Denn bis Ende Dezember Sport jetzt anzufangen und damit dann aus einem Wunschkilo von 76, 77 Kilo zu kommen mit ein paar Monkeys so, wäre doch schon geil, ne? Und dementsprechend würde ich sagen, ich werde mir jetzt den Bart rasieren. Das halte ich für eine sehr schlechte Idee, Afro Ace. Was willst du jetzt, Bio, Alter? Ohne Bart siehst du aus wie ein kleines Kind. Niemand wird dich damit ernst nehmen, Afro. Ich soll aussehen wie ein Kind? Du bist ein Teddybär. Komm mal klar auf dein Leben, was mir gar nichts zu sagen. Für die Challenge muss man manchmal im Leben einfach richtig dick fett reinhauen. Also halt deine Schnauze und fuck mich nicht da. Mach, was du willst.